Ja, hi, ich bin Matthias von Elbe Finanzgruppe. Ich freue mich, heute hier sein zu können, zu dürfen. Ist eine tolle Veranstaltung mit tollen Leuten. Endlich mal eine coole Plattform, wo sich Amazon, Seller und Händler einfach austauschen können, was es am Markt Neues gibt. Ich freue mich natürlich auch, dass wir mit Elbe Finanzgruppe hier das Sponsoring heute mit begleiten können und dürfen. Und natürlich mit unserer neuen Finanzierungslösung AMA Cash, Warenvorfinanzierung für Amazon-Seller, hier natürlich auch unseren Beitrag für Gründer, Startups und natürlich auch kleine Unternehmen bringen können. Ich halte heute keinen Vortrag über Nike Just Do It, wie man es am Foto sieht, aber ich finde das Foto sehr spannend und das wird unser neues Homepage-Eingangsbild und ich wollte es heute schon mal zeigen. Ja, ich will die nächste halbe Stunde dazu nutzen, ein wenig mehr zum Thema AMA Cash, Finanzierung für Amazon-Seller, euch zu berichten. Stell dir vor, du bist Angestellter, arbeitest in einem großen Unternehmen, wir nehmen an, in einem Konzern, und bist nach Ausbildung, nach Studium dort reingekommen, hast dich gut hochgearbeitet. Man könnte sagen, du bist zufrieden. Die ersten Angestellten gehen schon. Aber du hast eine Idee. Und wie es ab und zu in Konzernen so ist mit Ideen, die werden natürlich sofort umgesetzt. Das heißt, du reibst dich auf an diesen Ideen, weil du glaubst, dass du genau mit der Idee deinen Bereich, dein Produkt nach vorne bringen kannst. Timo, wo ist denn mein Drücker? Hast du noch einen? Drücker? Ihr werdet jetzt überrascht sein, dass es das in echt gibt. Ich darf vorstellen, Stefan und Florian. Stefan und Florian, erging es genauso wie gerade erzählt. Stefan und Florian sind nach ihrer Ausbildung, nach ihrem Studium nach Frankfurt zu Procter & Gamble und haben dort viele, viele Jahre gearbeitet in der Sparte Mundpflege. Ganz spannender Bereich. Und die zwei haben entschieden, Mensch, wir würden viele Dinge anders tun, wir würden es anders machen, wir würden eher nach links als nach rechts gehen, aber so richtig wurden sie im Konzern nicht gehört. Und die Entscheidung stand dann an, wenn ich diese Idee verwirklichen will, dann kann ich es nur außerhalb des Konzerns tun. Die zwei entschlossen Anfang 2016, also noch nicht mal 24 Monate her, entschlossen die beiden, sich selbstständig zu machen und das Unternehmen hier in München Happy Brush zu gründen. Sind von Frankfurt nach München umgezogen, haben von heute auf morgen einen Cut gemacht auf die Frage, und habt ihr eine richtige Idee gehabt, habt ihr eine Finanzierung gehabt, habt ihr ein Konzept gehabt? Nö. Aber wir hatten den eisernen Willen und den Mut und den Power zu entscheiden, wir wollen uns selbstständig machen. Ich glaube, das ist den Jungs ganz gut gelungen. Zur Selbstständigkeit gehört natürlich neben einer Idee, neben Mut, neben Ausdauer, insbesondere natürlich auch die Betriebswirtschaft. Und die Betriebswirtschaft in Deutschland besagt, dass noch nicht einmal 50% aller Deutschen eine elektrische Zahnbürste verwenden. Hat mich total umgehauen. Ich habe schon seit 10 Jahren so ein uraltes Oral-B-Ding und dachte, jeder hat eine elektrische Zahnbürste. Aber mehr als 50% der Deutschen nutzen Stand heute noch keine elektrische Zahnbürste. Das heißt, der Markt, der aktuell jährlich mit über 200 Millionen Euro in Deutschland angegeben wird, ist natürlich ein irres Potenzial. Jill hat vorhin gesagt, boah, ganz schwierig, viele Wettbewerber, Intensität. Ich kann euch sagen, der Markt für elektrische Zahnbürsten in Deutschland beinhaltet aktuell 2 Wettbewerber. Das ist Procter & Gamble mit Oral-B und das ist Philips mit Sonicare. So ist der Markt in Deutschland verteilt. Und die beiden Jungs haben gesagt, den Alten, den zeigen wir es.
Die waren natürlich ein bisschen beleidigt, ob dessen, was die jetzt bewegt haben in allein den letzten 24 Monaten. Und wie es immer so ist, muss man natürlich irgendwie irgendwo Vertrieb ranholen für so ein Produkt. Und da kamen die Jungs auf eine glorreiche Idee und haben sich überlegt, Mensch, vielleicht bewerben wir uns mal bei einer Fernsehshow. Die haben ganz banal eine kleine Bewerbung fertig gemacht Anfang des Jahres, haben es zur Höhle der Löwen geschickt. Höhle der Löwen ruft zurück, hat gesagt, cooles Format, bring die Zahnbürste rein, wir promoten, und die Post ging ab. Und weil die Post so abging und die Kontakte und die Netzwerke natürlich von den beiden mit einfloss, vielleicht kennt es der ein oder andere den Drogeriemarkt, hat DM gesagt, Mensch, cooles Produkt. Jetzt setze ich mal meine beiden Bestandswettbewerber ein bisschen unter Druck. Dann stelle ich mal in alle 1500 deutschen und österreichischen Filialen meine Happy Brush. Und gucke mal, wie sich das entwickelt. Coole Story. Du nix? Oder staunst? Sehr gut. Aber guck dir den Läufer an. Jetzt geht's ins Gelände. Muss ich hüpfen, muss ich links, muss ich rechts, ich muss aufpassen, dass ich nicht stürze. Das Produkt kommt gut an, die Aufträge sind da, die Promotion läuft, aber irgendwo muss ja die Kohle herkommen, um das Ding auch zu finanzieren. Ich muss ja jetzt einkaufen, ich muss jetzt Ware besorgen, um bei Amazon natürlich verkaufen zu können. Die haben ein cooles Modell entwickelt. Die ersten 12 Monate gab es die Zahnbürste nur und ausschließlich online im eigenen Shop und bei Amazon. Auch heute noch. Zur Finanzierung braucht es wie immer einen starken Partner. Das ist Elbe Finanzgruppe. Mein Geschäftspartner Stefan, der heute leider hier nicht sein kann, weil er unterwegs ist, und ich haben die Unternehmung vor 6 Jahren übernommen im Rahmen einer Nachfolgeregelung. Wir kommen viele, viele Jahre aus dem Banken- und Finanzierungsbereich. Und was uns so ein bisschen immer auf den Keks ging, war die Situation, wenn du in Deutschland 100, 200, 300 Millionen benötigst, die haben wir in 4 Wochen zusammen. Wenn du aber Gründer, Startup, Mittelständler bist und sagst, ich brauche mal 50.000, 100.000, vielleicht auch 500.000, alle weg, keiner mehr da. Ganz schwierig. 6 Monate Bearbeitungszeit. Das war unsere Motivation zu sagen, wir wollen das ändern. Unsere Motivation, warum wir jeden Morgen aufstehen und spät ins Bett gehen, ist, wir wollen erfolgreiche Amazon-Seller mit zusätzlicher Liquidität, mit zusätzlicher Finanzierung noch erfolgreicher machen. Wie machen wir das? Ich sage immer, wir sind Deutschlands schnellster Finanzierer. Wir sind Anfang des Jahres über Amazon Seller gestolpert, die auf uns zukamen und gesagt haben, Mensch, wir sind eine coole Community, wir haben ein paar gute Produkte, die laufen, aber wir sehen, die laufen so gut, wir brauchen jetzt mal mehr Geld. Könnt ihr uns helfen? Und aus dieser Community heraus, mit denen entwickelt, hat sich im Prinzip das heutige Finanzierungsprodukt unter anderem Ama Cash, Warenfinanzierung für Amazon Seller. Ja, hier sehen wir nochmal einen kurzen Screenshot von Amazon. Das heißt, die Herausforderung bestand jetzt darin, relativ schnell, relativ viel Ware zu organisieren und einzukaufen, um natürlich diesen extremen Run zu befriedigen und auch abbilden zu können. Was machen wir dort? Ama Cash ist ein ganz einfaches Produkt. Das heißt, ihr als Amazon-Seller verhandelt mit eurem Lieferanten Produkt, Preis, Menge, Lieferzeit. Ihr bestellt das Produkt dort. Ihr bekommt auch die Rechnung, wie gehabt, von eurem Lieferanten. Was wir jetzt machen, wir kaufen euch parallel genau diesen Wareneinkauf ab, schlagen 5% Marge drauf und verkaufen euch die Ware zurück. Wer ist jetzt mitgekommen? Vorteil ist noch gar keiner da, außer dass er jetzt teurer die Ware einkauft. Aber jetzt kommt der Vorteil. Das heißt, während ihr bei eurem Lieferanten vielleicht heute und jetzt sofort Vorkasse zahlen müsst, nämlich 100, zahlt ihr bei uns entspannt über einen Zeitraum von 6 Monaten monatlich jeweils nur ein Sechstel zurück.
Das heißt, ihr habt eine unheimliche Liquiditätsentspannung. Das ist natürlich gerade spannend für zum Beispiel Restpostenhändler. Stellt euch vor, ein Restpostenhändler hat heute die Opportunität, ein großes Geschäft abzuschließen und braucht aber jetzt Cash, um die Ware einzukaufen. Genau da kommen wir ins Spiel. Ja, ich bedanke mich, ich habe es ein bisschen kürzer gehalten heute. Gerne, wer Fragen hat, stehe ich zur Verfügung.